Okay, jetzt aber. Ich bin direkter Nachbar vom Orest. Als Pocket. Zumindest höre ich jetzt keine komischen Geräusche von meinem PC gerade, aber es ist trotzdem nicht super flüssig, muss man dazu sagen. Ein bisschen Lag ist leider dabei, wieder mal. So, und wo haben wir gutes Holz? Hier an der Seite, das nehmen wir mal. Oder nehmen wir das hier? Ja, das ist näher dran. Haben wir schon Wildschwein gefunden? Ey, Craigert! Was soll denn das? Da ist schon mal ein Schwein. Was macht der denn? Meine Fresse, ey, sind die alle behindert? Oh, das ist Schwein, oh Mann. Ich hasse sowas. Jetzt hoffe ich nur, dass der Lag meinen Villager nicht tötet hier. Scheint aber okay zu sein. Jetzt soll ich mir natürlich mit dem. Na gut, es geht auch so. Mit dem Haus hier keinen Gefallen getan, wirklich. Packt meine Maus auch noch rum. Sehr geil. Nein. Das, ah, Mann, ich hasse dieses Spiel so. Schon wieder im Rage-Mode. Ja klar, gibt es eine Möglichkeit mit zu zocken. Nächste Runde kannst du gerne dabei sein. Wenn ich mich bis dahin nicht zu Tode geraged habe.
das mache ich später. Oh shit. Oh Mann. Gibt's denn irgendwas, was ich heute nicht falsch mache? Ah. Oh Mann. Was Schnottki benutzt. Ah, fuck. Nimm dir das nicht zum Vorbild, das ist totaler Scheiß. Oh Mann, kann man so dumm sein? Wenn ich das auf YouTube packe, mache ich so Anleitung, wie man es nicht macht oder so, nenne ich das dann. Ah. Richtig schlimm. So, wie viel habe ich jetzt erfolgt? Sind das schon 7, 8? Ja, ich mache mal noch einen mehr, weil ich jetzt so viel verschleudert habe hier. Oh. Oh Mann. Weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel Scheiß auf einmal gebaut habe. Das Spiel ist gerade mal noch nicht mal 10 Minuten lang, also Ingame-Zeit zumindest. Ah. Und das auf das Schaf habe ich auch nicht mehr geachtet. Und das da hinten auch nicht. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Das war dumm. Falscher Klick auch noch. Also, die Sachen, die ich heute richtig gemacht habe, kann man an einer Hand abzählen, glaube ich. Das ist dieses Mining Camp. Oh. Mein Steam-Profil ist nicht privat, nein. Du musst einfach nur in meine Steam-Gruppe reingehen. Wenn hier mal jemand posten kann, dann wäre das nett. Ansonsten mache ich das, sobald das Spiel hier vorbei ist, dann kannst du der Gruppe beitreten. Mann. Ich könnte eigentlich schon heulen jetzt. Aber ich mach's mal nicht, weil dann denkt ihr, ich wäre nicht so cool. Und das möchte ich natürlich nicht. Aber das ist einfach. Ich weiß auch nicht, was soll man dazu noch sagen? Immerhin haben wir jetzt schon genug Gold, weil ich diesen Mist jetzt irgendwie noch schnell ausbaden musste. Und meine Ritterzeit wird auch noch sehr bescheiden. Ja, bin Noob. Und wegen Holz reicht mit der wegen der dummen Aktion wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz. Immerhin noch besser als Strickilinio. Das ist ja schon mal etwas. So, und jetzt löschen wir dieses wunderbare Mining Camp hier wieder und bauen stattdessen das, was dahin sollte. Ich kann immer noch nicht fassen, dass mir das passiert ist. Das ist mir nämlich noch nie passiert. Vorführeffekt. Ja, Quatsch, ich nehme mich auch mal zum Holzfällen. Ich brauche ganz viel Holz und ein Haus. Das ist die Medien für Folge, ist der Kelten, okay.
Das gerade habe ich mal wieder voll vergessen. Eine meiner größten Qualitäten. Meine Castle-Zeit ist aber gar nicht mal so schlimm eigentlich. Hätte ich mir jetzt schlimmer gedacht, ehrlich gesagt. Eigentlich genauso schnell wie die anderen auch, also. Kein Grund zur Panik. Ich kann alles noch ausbügeln, was ich verbrochen habe. Sind alle auch in der Ritterzeit jetzt, außer Kachelmann leider. Der hat es noch nicht geschafft. Ich und cool, richtig, ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen, hatte ich mir gedacht. Ein bisschen Lag haben wir ja trotzdem immer noch. Das ist nicht schön, sowas. Na komm, auf den Baum bitte, Dankeschön. Das ist Craig hat eigentlich schon wieder Äthiopier. Der hat wirklich ein Lieblingsvolk, glaube ich. Er geht auf Steine. Jetzt habe ich mich davon ablenken lassen. Also Spiel werde ich auf jeden Fall nennen, wie man unkonzentriert und scheiße spielt. Wie viel Nahrung kostet das? 150, ja. Ich kann mir nichts leisten heute. Was soll das? Ich bin so arm. Gibt keine Lumen, deshalb muss ich den Wolf so abschießen. Was er sich dabei denkt, weiß ich gerade auch nicht genau. Wozu macht er denn jetzt schon Militär, wenn er noch gar nicht pusht? Naja, mal wieder nicht aufgepasst. Noch ein gutes Beispiel.
So wie du auf Arena spielen, ich mag die Karte, weil man da sowohl aggressiv spielen kann als auch boomen kann. Das ist beides gut machbar. Und Arabia spiele ich auch sehr gerne, ja, aber muss man ja nicht immer machen. Was soll das denn jetzt wieder, ey? Ich mache sowas zur Effizienz und dann sagen die, fick die Effizienz und machen so einen Scheiß. Ich finde es sehr beunruhigend, dass ich sogar mehr Punkte habe als die anderen, obwohl ich so viel Mist gebaut habe schon. Obwohl, ja, Dimi hat auch ziemlich viele Punkte. Ich meinte jetzt natürlich in meinem Team. Also. Da müssen wir aufpassen. Er ist auch Kelten, was ein ziemlich gutes Folge ist auf der Karte. Man kann ohne Tower keinen Flash machen. Nein, aggressiv heißt dann nicht unbedingt, dass man Flash spielt. Aber da wir auch viele Spieler dabei haben, die nicht so erfahren sind, finde ich es auch immer gut, eine Karte zu haben, auf der man sich ein bisschen Zeit lassen kann, beziehungsweise wo Fehler nicht so krass bestraft werden. Was habe ich jetzt gemacht? Schon wieder viel zu viel Nahrung, aber das passiert mir öfter. Kann man sich einfach so wieder rauswinden, dass man es einfach verkauft. Zwei dumme ein Gedanke anscheinend. Bin jetzt auch ab. Wir brauchen mehr Stein. Wo kommt das Schaf immer her? Wenn ihre Relikte noch da sind, hole ich mir jetzt auch mal. Orest ist gerade so ein bisschen am Laggen. Kommt die hier nicht mehr durch jetzt? Was so Rest eigentlich für Volk? Santina. Er ist Kelten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Schau mal, keiner will die Relikte haben, dann hole ich sie mir heute. Soll es auch mal geben.
es gibt jetzt. Also ich kann hier auf der Seite schlecht helfen, denke ich. Auch wenn meine Wirtschaft noch nicht ganz aufgebaut ist, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Paladin muss ich noch ein bisschen aufsparen, aber es müsste auch irgendwann hinkommen. Burg mache ich ein bisschen defensiver. Orest ist leider ein bisschen langsam. Das ist nochmal 1300, das müssen wir gleich haben. Ja, wirklich stabil sieht auch anders aus, ne? Das sind ziemlich viele. Hier ist so viel Gold in der Mitte. Gerade ein. Habe ich noch meinen Mönch? Oder ist der tot? Naja. Ach, sind die auch noch draußen rumgelaufen? Ich glaube, es hakt.
Es kommt der Strichlinie auch mit seinen Spastis an hier. Ja. Der Lag wieder. Mein alter Feind. Nochmal die. Warum war das nicht? Ja, Orest ist leider gerade ziemlich weit hinterher schon. Und Micromanagement ist hier nicht so ganz drin, momentan. Boah, der Death Ball ist schon am Laufen, leider. Ja, die Kollegen sind auch fertig. Wie gierig kann ich sein? Wahrscheinlich nicht besonders gierig, aber ich mach's trotzdem. Ich weiß, dass es nicht besonders nützlich ist, einfach zu sagen irgendwo, aber so sieht es nun mal. Mach einfach irgendwas mit denen. Besser als nichts. Ja, mach doch irgendwas mit denen, du musst sie irgendwo hinschicken, deine Economy retten. Ah. Ja, Ores ist. Das ist ziemlich am Sterben gerade. Ja, das ist ziemlich 2 gegen 1 im Moment hier.
halt noch ein bisschen beschützen hier. Das war ein Versehen. Ich hoffe, das habe ich nicht angenommen. Riesling hat schon seinen Deathball hier total am Laufen. Das bedeutet also, eine Einheit, wenn man die so wie die Elite-Kriegswaren, wenn man die so massenhaft hat, dann wird es immer schwierig, wird halt potenziell immer schwieriger, sie aufzuhalten. Kachelmann, mach nur Askade. Die helfen uns hier. Drescher und der Rest macht wieder langsam. Ja, Noobs sind es leider auch, aber das ist ja nicht. Also, Dreschler weiß ich jetzt nicht, aber. Ich fände es ja relativ gut zu. Ist das hier ein Mirror-Matchup? Nee, ist es nicht. Ja, ich kann nicht genug Einheiten machen hier. Wenn die auf der Seite gewinnen, dann können sie bei uns zumindest noch ein bisschen aushelfen gehen. Seid wieder so, nur so ein Standbild, ey. Age of Slideshow spielen wir hier wieder. Was machst du? Hä? Stirb. Jetzt kommt zumindest der Goff-Stream hier rein. Ich hoffe, das klappt. Ich brauche nur Gold eigentlich gerade. Ja, jetzt kommt halt der Goff-Stream hier rein. Das kann uns auf jeden Fall den Arsch retten, wenn er es richtig macht. Aber er ist halt tot hier, Orest. Deshalb. Oh. Wir gehen dann einfach jetzt auf. Yes. Vielleicht, wenn Orest weg ist. Schauen wir mal, ob es sich jetzt bessert. Orest muss auch noch das Spiel schließen komplett, also nicht im Zuschauermodus weitermachen, bitte. Geht's ein bisschen besser schon, ja. Aber wir wissen natürlich nicht, ob wir das noch gewinnen können. So. Sieht halt so aus, als würde Craig diese Seite gewinnen.
Ja, aber hier verlieren wir jetzt auch. Hat auch nicht viel gebraucht, ehrlich gesagt. Das leckt immer noch wie Sau. Und ich glaube auch, wir verlieren auf unserer Seite sowieso gerade, deshalb. Ja, mal sehen, ob das noch was bringt. Ja, leider kann ich hier lange nichts mehr machen, also. Wenn der nur rumsteht, dann bringt uns das leider alles nichts. Ja, also auf meiner Seite kann ich nichts mehr machen an sich. Ja. Also, können jetzt eigentlich das Handtuch werfen. An sich, also, Kachemann hat einfach nicht schnell genug und gut genug reagiert. Also auf der Seite haben sie gewonnen, aber das bringt uns dann nichts, wenn meine Seite hier komplett einreißt. Dann sind es 2 gegen 3 dann im Prinzip gewesen. Und die haben halt, wie gesagt, diesen Deathball am Laufen. Das ist, wenn man Einheiten massiv schon hat, also jede Menge von einer Einheit, die eben relativ schwer auszuschalten ist. Und dazu gehören natürlich die War Wagons, die haben ziemlich viele Lebenspunkte und dann hat er noch Kriegsunaga und dann ist es mit den Kelten zusammen. Also ist Kelten und Koreaner im Late Game sind schon ein absoluter Albtraum. Ja, und am Ende wurde es auch noch so wieder so, kam halt dieser ganze Leck da wieder rein und da hatte ich eigentlich ehrlich gesagt jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Auch wenn Orest draußen war, es hat ein bisschen geholfen, aber auch nicht allzu viel, muss man dazu sagen. Und ja, ich warte jetzt nur darauf, dass die beiden nochmal aufgeben, weil das Spiel ist ja jetzt vorbei an sich. Ich kann in der Zwischenzeit mal noch durch den Chat durchgehen. Das mit der Arena hatte ich ja schon gesagt, mit dem Flash hatte ich auch gesagt, habe ich in der Lieblingssilfe? Ja, nicht so wirklich. Es gibt ein paar, mit denen ich eher spiele als mit anderen, aber ich würde jetzt keine Lieblings-Civ benennen, wirklich. Ich habe, also ich spiele weniger gern mit den Chinesen und mit den Wikingern. Bei den Inkas weiß ich nie, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Und ja. Ja, in der nächsten Runde könnt ihr wieder rein. Adlarius, du darfst das auch natürlich nochmal versuchen. Wir schauen dann, was dein PC so macht. Was wollte ich noch sagen? Ja, wen spiele ich noch am liebsten? Ja, Mongolen spiele ich sehr gern, Mayas, Hunnen, Azteken, Koreaner spiele ich auch gerne, Perser, Byzantiner, Briten, spielen jede Menge Völker gern. Also deshalb spiele ich fast immer nur auf Zufall. Aber ich mache halt jetzt manchmal in meinen Streams auch mit ausgewählter Zivilisation, wenn ich die halt schon länger nicht mehr gespielt habe, einfach um nochmal was Neues zu zeigen. Und ich weiß nicht, warum die beiden Kollegen noch nicht aufgeben, ich schreibe denen mal.
Weil gewinnen tun die das nicht mehr. Ah, der hat auch nicht mal Elite geholt. Ja. Kachemann hat leider ziemlich viel gepennt. Kann man nicht anders sagen. Und die hat ziemlich viele Scorpions geholt. Das finde ich auch lustig. Wenn man die so oft in so einer Masse hat, das ist ziemlich geil. Aber da muss halt nur ein Onaga-Shot muss da so rein. Von einem Siege Onaga und dann sind die alle tot. Das ist ziemlich riskant. Das kommt ja noch mehr sein Schulter. Deine Anfrage soll ich annehmen. Mache ich natürlich. Habe ich noch nicht gesehen, ich hatte die Geräusche nicht vernommen. Smash Doge. Doge. Ist so, ne? Milde Jungs auch dabei. Hast du mich denn schon geaddet? Na, ich warte jetzt nicht noch auf Krayger, ich gehe jetzt raus. Also, gutes Spiel von euch, Jungs. Orest hatte gegen Dimi keine Chance. So haben wir das gesehen. Sehen wir auch, wie viele Einheiten ich da verloren habe, weil ich so viel spammen musste, um irgendwie auch nur klarzukommen und warum Strickelinios Armee so effektiv war. Dimi ist nicht ganz so viel, er hat ja auch ziemlich viele Helebardiere gemacht, aber das habt ihr, wenn ich Kelten spiele, ja auch gesehen, dass wenn man einfach mit den Helebardiere und Langungswaffen spammt, dann verliert man halt die Helebardiere so als menschliches Schutzschild, verliert man die ganze Zeit. Ja. Und ich weiß auch nicht, was für ein Bild der gespielt hat, das muss ich mir mal angucken. Er ist wahrscheinlich einfach mit weniger Population gegangen oder hat den Markt benutzt, weiß ich nicht genau. Aber ich finde es erstaunlich, dass Krayger nicht schneller gespielt hat. Das macht er mit den Äthiopiern normalerweise schon. Ja, ich habe die neue Runde noch nicht gestartet.